ich habe das Skelett getötet. Und dann hast du mich getötet, grundlos. Es wird mich töten, das ist das Problem. Ist dir eigentlich klar, dass du die Kill-Statistik verfälscht, weil du mich schon zweimal getötet hast? Zweimal! Nein. Und ich dich noch gar nicht. Obwohl ich schon einen Grund dazu hatte, als du eine Spinne warst. Ach, was soll das? Ey, hier ist immer noch ein Skelett. Ich weiß. Ich dachte, du hast dich darum gekümmert. Nein, ich bin's ausgewichen. Wo ist denn das jetzt? Das steht da in der Ecke. Hier, da unten. Meine Fresse. Sag mal, könntest du hier vielleicht das Wasser abblocken und die Lava, damit mein Zeug nicht wegfließt? Aber na klar, bist du schon wieder gestorben? Ja, hier ist mein Grabstein. Da steht drauf, was slain by Glenvan. Okay, steht da zwar nicht drauf, aber sollte drauf stehen. So, jetzt mal von links und die Lava weg, damit es sicher ist. Sehr schön. Und dann mach mal bitte ein bisschen Platz, damit du nicht wieder alles aufhebst, was mir gehört. So, da steht ja nicht mal ein Name drauf. Guck mal, sonst steht da der Username drauf, aber jetzt nicht. Das ist Beschiss. So, raus hier, ich habe keine Lust mehr. Welcher ist denn das? Ja, der, da wo es hell ist. War das der richtige? Hier, der. Sag mal, wollen wir nicht eine Leiter oder so da hochbauen oder so? Ich wollte da eigentlich so einen schönen Aufzug hinbauen, so einen Elevator. Ertrinken wir da drin nicht? Reicht das bis... Ah, siehst du, ich falle da schon direkt wieder raus, ey. Das reicht, aber du kannst dich ja auch so ein bisschen rauslehnen und währenddessen atmen. Ja. Ich bin total schlecht in sowas. Ich komme hier noch nicht mal rein. Wie, in Feingefühl? Moment, du bist doch da schon ein paar Mal hochgeschwommen. Nein. Doch. Ach so, nicht, nee, stimmt. Aber ich sehe das Loch. Das einzige Mal, als wir da unten waren, hast du dich rausgecheatet. Du hast mich rausgecheatet. Boah, es war mega knapp. Die letzte Luftblase ist weg gewesen und ich hab's geschafft. Scheiße. Was? Scheiße. Der Dropper füllt hier den Pulverizer mit Dingen, die ich da jetzt nicht drin haben will. Achso, ich dachte, scheiße, dass ich überlebt habe. Das liegt an meinem vollen Inventar. So, wo muss das jetzt alles rein? Du hast das hier so ein bisschen automatisiert. Das kommt in den Dropper rein. Alles, was pulverisiert werden soll. Was soll denn pulverisiert werden? Hopper. Alles, was Ohr heißt. Aber das Iron kannst du schon unten reintun, falls du davon noch was hast. Warte, wie ging das nochmal mit Rechtsklick? Ja. Und wenn es voll ist, dann passt halt momentan nichts weiteres rein. So, ja, dann passt nichts weiter rein. Ja, so ganz simpel. Alles, was Ohr heißt. Also auch die ganzen Blöcke, ne? Also Iron Ohr und sowas. Ja, alles, was Ohr heißt. Das hast du doch eben wiederholt, das ist doch richtig. Genau so. Also alles, was Ohr genau. Vielleicht sollten wir noch einen zweiten aufstellen. Gibt es eigentlich Hopper-Upgrades, dass man mehr reinpacken kann? Du könntest einen Hopper über den Hopper setzen. Da machen wir doch jetzt. Hopperception. Moment, du willst jetzt unser Iron dafür verschwenden? Nein. Nein, das war nur Spaß. So, jetzt gucken wir mal. Hopper. Hopper, Hock. Der macht gerade Iron Ohr, aber ich habe auch noch Iron Ohr. Kann ich das noch irgendwie dazu packen? Es gibt einen omnidirektionalen Hopper. Ich habe was gefragt. Ja, natürlich kannst du das dazu packen. Warum auch nicht? Sag das doch. Okay. Ja, jetzt haben wir Pulverized Iron. Was machen wir mit dem Pulverized Iron? Das schmelzen wir. Und dann bekommen wir Iron Ingot raus. Das machen wir, weil wir aus einem Ohr zwei Dust bekommen. Wir verdoppeln unsere Ingots damit. Ah, okay. Brauchen aber, hast du bestimmt noch Kohle irgendwo, ne? Du hast doch Kohle abgebaut. Ja. Ah ja, hier. Ich hab schon. Ja, ist okay. 27 habe ich. Wunderbar. Gut. Woraus wollten wir jetzt die Basis bauen? Aus Holz? Mir ist es egal. Ich glaube, wir brauchen ganz spezifisch Oakwood. Da müssten wir mal ein bisschen suchen gehen, dass wir die richtigen Bäume finden. Also dann würde ich schon eher... Brauchen wir Oakwood wirklich? Ich glaube, es ist... Oh weh. Schon gut. Ich war schlafen. Was? This bed is occupied. Ey, da hast du dich noch vor mir reingecheatet. Ja, reingecheatet. Ja, Moment, ich gucke jetzt noch mal rein hier in die Struktur. Wood Planks steht hier, aber ich will eigentlich nicht provozieren, dass es nicht funktioniert, weißt du? Ja, man kann es trotzdem ausprobieren. Ja, und zu welchem Zweck? Ich weiß übrigens, wo Oakwood stehen. Gut, na dann holen wir uns doch davon was. Ich habe 28. Richtung Nordosten, da wo ich letztes Mal lang gegangen bin, meine ich, waren welche. Warte mal, ich habe 28, das reicht vielleicht. Pass auf. Kommst du bitte? Hier sind nämlich... Scheiße. Hey, ich brenne und du rennst weg? Ich werde sowieso sterben. Tschüss. Mein Scheißdreck. Wie dein Kopf abfällt, ey. Mein Kopf fällt... Ach so, ja, da. Das war ja gruselig. Ah, das Haus brennt.
Das Haus brennt. Nein, nein, lass mich hier raus. Töte dieses Skelett. Geh da raus und töte das Skelett. Na, mit einem Schwert? Ah. Wie denn, fragt er mich. Scheiße. Hey, Moment, man kann seine Feuerbälle wieder zu ihm zurückschlagen, wie bei einem Ghast. Wie beim Zelda-Spiel. Ja, also einfach nur draufhalten und dann ist ganz einfach. Hier ist noch ein Creepy. Hier ist noch ein Skeletti. Was ist mit dir los? Ein Creepy? Mach den mal kaputt. Wo denn? Was denn? Nein, ich hab zu tun. Unsere Basis brennt immer noch. Ist dir schon bewusst, ne? Und das wird immer schlimmer. Wieso? Ich baue doch eine magische Struktur für uns. Ich verprügel das den Zombie mit einer Fackel, ja? Ja, nur zu. Wenn das effektiv ist, habe ich nichts dagegen. Ich muss mich jetzt hier erstmal darum kümmern, dass unsere Magie ein bisschen vorwärts kommt. So, du bleibst da, ja, weil ich mein Grab jetzt öffne. Ja, ja, ich bleib hier und baue ein... Wie heißt der? Ich packe erstmal meine ganzen Metz... Oh, die Basis brennt. Ein Crafting-Alter. Wie immer noch? Was ist denn da los? Wie löscht man das denn? Schlagen? Wenn alles Feuer gleichzeitig weg ist, kommt kein neues. So viel steht fest. Ich schlage auf das Feuer, aber es passiert nichts. Bist du sicher? Die Brücke ist auch gleich kaputt. Hast du versucht, ihn auszuschalten und wieder anzuschalten? Ah, warte. Was machst du denn? Was ist da los? Denn war der Feuerwehrmann des Vertrauens. So, schon ist es aus. Und warum haben wir jetzt hier so ein riesiges Loch drin? Das ist nicht gut. Ich baue ja schon. Ah Gott, aber nicht mit Oakwood. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hatten wir nicht noch einen zweiten Crafting Table? Mann. Ah. Ja, in meinem Baum. Ach so, ja, das ist günstig. Das ist gut. Moment. Jetzt muss ich nochmal los. Ich finde es gar nicht schlecht, dass hier ein Loch in der Wand ist. Da kann man also schön durchjumpen. Ah, fauler Sack. Wie jetzt faul? Ich springe lieber durch die Wand, anstatt die Tür zu benutzen. Du nennst mich faul? Wieso ist die Königbiene im... Was, wo? Da ist ein Loch. Was denn für eine Königbiene jetzt? Zeig doch mal her. Oh Mann. Was ist denn für eine... Wo hast denn du die überhaupt her? Ich weiß es nicht. Die hast du mir zugesteckt. Keine Ahnung. Queen Bee? Das macht überhaupt keinen Sinn. So heißen die normalerweise nicht. Ja, sag mir das doch nicht. Die heißt denn Forest Queen oder Desert Queen oder so, aber nicht Queen Bee. So heißen die nicht. Sehr merkwürdig. Vielleicht sollten wir auch überdenken, das Haus aus Stein zu bauen. Ja, das ist deine Aufgabe, würde ich mal sagen, ne? Nee. Wie, nee? Ich meine, ich kann ja nicht alles machen. Doch. Ich rede ja schon schlau daher, aber ich kann nicht alles machen. So. Ja, aber du sagst, ja, okay, dann mach ich das. Nein. Reicht dir Cobblestone oder soll ich das vorher noch Brickstone rausmachen? Nein, das reicht. So viel Kohle haben wir auch nicht. Aber wir haben genug Iron. Ich kann die Struktur bauen. Ich brauche nur noch Holz. Du hast gesagt, du weißt, wo Oakwood ist? Ich glaube. Ja. Besorg doch mal was. Okay. Wie wär's? So, das muss 1, 2, 3 hoch sein. Okay. Da brauche ich sogar ziemlich viel von, meine Güte. Siehst du, ich habe nicht meine Fresse gesagt. Ja, hast du ja was Neues überlegt, ne? Ganz toll. Aber so. Im Affekt wirst du es immer wieder sagen. Das ist so ein Ding, das kriegst du nie wieder raus. Ja, ich weiß auch nicht, wovon das kommt. Wahrscheinlich schimpfe ich im privaten Bereich viel mehr, aber wegen den Videos habe ich mir was Vernünftigeres angewöhnt. Also ich habe hier Oakwood gefunden schon. Wo bist du denn hin? Und mein Inventar ist voll. weil mir das Ei in die Tasche gesprungen ist. Also, ich falle vom Huhn. Touchstick. Ne? Ja. Komm mal schnell her. Ja, schnell auch noch. Ach, ich schmeiß das Rotten Flash weg. Ich kann nur raten, wo du bist. Naja, ist okay. Bist du nicht hier hinten? Hallo? Nee, ist schon gut. Ach da, Ich wollte dich nicht überfordern. Ich bin gut, hier unten. Da mache ich erstmal meinen Waypoint weg. Ich habe 2 Todes-Waypoints. Nur wegen dir. Ja, meine leuchten immer noch die ganze Zeit. Dann drückst du M, gehst auf Waypoints und dann kannst du die löschen. Ganz einfach. Ah ja. Ah ja, toll, ne? Wo sind jetzt deine Oakwoods? Ich sehe überall nur Akazien. Hier zum Beispiel? Ja. Okay. Wir brauchen aber bestimmt... Ich habe sogar Saplings mitgenommen, damit wir die auch vor der Haustür anpflanzen können. Also die stehen hier vereinzelt irgendwo rum. Ich habe jetzt 9...
Stämme von Oakwood. Ja, also 30, 40 brauchen wir bestimmt. Planks. Ja, Moment, dann reichen ja 10 schon. Das sind ja mal 4 immer, ne? Sag mal, ist das die Wüste, wo wir herkommen? Ich dachte immer, wir kommen von der anderen Seite. Ein Blick auf die Karte. Wir eigentlich von ja, wir kommen aus dem Süden. Das ist nicht die gleiche Wüste. Aber das ist denn jetzt schon wieder eine Wüste? Ja, keine Ahnung. Der grüne Landstrich. Das riecht mich voll auf, da randaliere ich. Der grüne Landstrich ist nur so ein schmaler Streifen. Boah, jetzt wäre ich schon fast wieder in den Treibsand gesprungen. Ich sehe das schon. Meine Fresse. Aber dann können wir uns auch ein bisschen Sand mitnehmen und so. Und für welche heroische Tat willst du den verwenden? Ja, das fällt mir dann an, wenn ich ihn brauche. Okay, dann mach du mal deinen Sand und ich baue diesen Crafting-Altar. Ich glaube, ich habe genug Blöcke. Hoffe ich mal. Nee, ich nehme keinen Sand mit. Was denn jetzt schon wieder? Nein, ist schon gut. Ich dachte, da ist eine riesige Schlucht, aber die ist irgendwie nur 3 Blöcke tief. So, warte mal, du musst mir jetzt noch mal kurz sagen, jetzt habe ich auf M gedrückt, jetzt zeigt er mir die Milchstraße an. Oh ja, das ist Galactic Craft. Dann hast du deine Keys noch nicht rebindet. Ich weiß nicht, was dein Knopf für die Map ist. Kann ich dir nicht sagen. Ich probiere einfach alle aus. Okay, da können aber merkwürdige Sachen passieren, ist dir klar, ja? Also X ist ein Zoom. Ja, Voxel Map. Ich glaube, Z oder Y war das. X? Ich meine, für Karte aufrufen. Geh doch in die Konfiguration Voxel Map und guck dir an, wie man die aufruft. Das kann so aufwendig sein. Ja, ich warte. Oder nein, ich warte nicht. Ich baue hier einfach. Ich komme und schaufel dir eine. Du wirst beglückt sein, wie das aussieht. Dann brauche ich. Hier sind schon wieder irgendwo Zombies in der Nähe. Keine Ahnung. Irgendwo. Weiß ich nicht. Unter Tage? Ja, wahrscheinlich. Ich hatte auch welche auf der Map. Ja, du lässt ja immer die Zombies an, ne? Also du blendest die nicht aus. Ja, richtig. Finde ich immer ein bisschen. Ja, das irritiert irgendwann, weil die irgendwann zwar immer noch unter dir sind, aber trotzdem so nah an der Oberfläche. Was ist das für ein Geräusch? Ich höre nichts. Ach, macht der Pulverizer Geräusche? Ja, der macht Geräusche und da war ich drüber überrascht, weil ich es in der Aufnahme nicht gehört habe und früher war der auch still. Früher hat er keine Geräusche gemacht. In ich höre den Version. Aber jetzt, in der letzten Folge habe ich das, glaube ich, gar nicht gehört. Doch, da hast du noch was gesagt, was ist denn das für ein Geräusch? Und ich habe gesagt, ich höre nichts. Das hast du gemerkt und ich nicht. Weil der früher stumm. Was du alles nicht merkst. Nee, der war früher stumm und jetzt haben sie es plötzlich geändert. Und das fanden viele Leute gut, dass der ruhig ist und nicht so einen Krach macht. Ja, aber ich meine, realistischer ist das schon mit Krach, ne? Naja, klar, nur irgendwie. Ich meine, wenn du deine Bohrmaschine schwingst oder so, dann willst du ja auch, dass es rührt. Ja, natürlich. Ich meine ja nur, das ist so etwas, was viele Leute geärgert hat bei den meisten anderen Technikmods und die waren froh, dass es da nicht so ist. Und jetzt haben sie es angepasst, aus irgendeinem absurden Grund. Wahrscheinlich zum Ärger von vielen Spielern. Von mir nicht, mir ist das egal. Ja, man kann es ja nicht allen recht machen, ne? Ja, gut, aber es war halt so eine Sache, das war halt daran besonders. Das war halt eine Ausnahme zur Regel, dass es normalerweise Geräusche macht. So, ich glaube, ich bin fast fertig. Ja, ich auch. Wir brauchen dann aber noch einen speziellen Block. Und zwar einen, ich glaube, der heißt Crafting Altar. Der muss hier oben in die Mitte platziert werden. Den kannst du eigentlich bauen. Warte, ich habe jetzt was anderes zu tun. Irgendwas Wichtigeres als einen Crafting Altar zu bauen? Ja, die Wand neu hochzuziehen. Ja. Nee, der heißt wirklich Crafting Altar. Da kannst du mal suchen und einen bauen. Den brauchen wir. Ja, warte. Und den platzierst du denn in die Decke von meinem Konstrukt. Da ist ein Loch in der Mitte. Da muss der rein. So. Gucken wir mal. Ich werde dann die magischen Wände bauen. Was sollte ich jetzt Crafting-Altar? Ein Crafting-Altar bauen. Ich muss erstmal wieder den Cheat-Modus ausmachen. Ach, das ist ja schön hier. Kannst nicht mehr verbrennen. Brauchen wir auch irgendwann eine Eisentür, wa? Recipe Mode, okay. Ja, aber dann müssen wir auch einen Schalter vorne haben, ne? Ja, einen Knopf oder ne? Sag mal, oder wie so, ich ne? die Mods hier so alle kenne, gibt's doch bestimmt auch so einen so einen Näherungssensor, wenn du dir nahe kommst, dass das Ding automatisch aufgeht. Player Detector, aber das ist was für Railcraft, wenn du auf Schienen fährst. Dann kann er detektieren, wenn du da drin sitzt Crafting und langfährst. Crafting Altar.
Hast du übrigens mal in die goldene Chest geguckt hier? Da ist mein Kopf drin. Stone und Vintium Dust. Ich hab dir nicht zugehört. In der goldenen Chest ist mein Kopf drin, weil du mich getötet hast. Den hast du als Loot bekommen und da mal reingepackt. Ja, geil. Kannst du aufsetzen und dann siehst du wieder aus wie ich. Wieder so schön. Nee. Ich hab das aus Jugendschutzgründen habe ich den wieder abgesetzt. Ich meine, nein, nicht in mich verwandeln. Hier ist richtig, Todesukas Head ist hier drin. Weil das bekommst du als Loot, wenn du einen Spieler tötest. Das ist cool. Ach nein, hier sind irgendwo Monster. Ich darf nicht schlafen. Kann das sein, dass es jetzt hier ein bisschen dunkler drin ist, weil irgendwo Fackeln dran waren, die jetzt hier nicht mehr sind? Wie zum Beispiel da? F7 sagt mir, da können Monster spawnen. Hier ist zu dunkel in dem Durchgang. So, also jetzt kann vielleicht sollten wir da auch mal eine Tür hinten reinsetzen oder so, ne, aus Sicherheitsgründen. Na, die werden ja nicht das Wasser hochkommen. Kommt gleich das Wasser hoch. Ja, also ich glaube, ja, da kannst du natürlich machen, ich will dich ja nicht abhalten. Wir müssen auch nicht alles besprechen, das kannst du einfach tun. Echt? Ja, mach einfach. Ich hab Mitspracherecht? Nee, du hast Tätigkeitsrecht. Du kannst einfach machen. Mitsprache ist ja noch weniger. Du hast die Erlaubnis, einfach zu tun. Ja, dass er rausguckt. Oh, ein Crafting-Alter. Schön. Wohin? Na, in die Decke der Struktur, wie ich sagte. Da ist ein Loch. Da kommt er rein. Und es sind noch keine Monster, ne? Ich habe eben keine gesehen. Ich habe da auch die magischen Wände platziert. War alles gut. Wo rein? In die Decke? Ja, in die Decke. Da ist ein Loch. Ah, da kommen zwei Zombies. Ein Hurringer und einer, ein riesiger. Ein gigantischer. Au! Ja, toll. Ah, mach was. Mach was ich da... Womit haust du ihn denn da? Mit einer Axt? Ja. Naja, gut. Weil ich mein Schwert nicht ausgerüstet hatte gerade. Hey, wenn du schon kein Schwert hast, ist eine Axt die beste Waffe. Echt so? Ja, die macht den höchsten Schaden nach einem Schwert. Dann ich hab das aber eher so aus Reflex gemacht. Ja, wenn du kein Schwert hast, dann ist eine Axt eine gute Wahl. Und wenn du die nicht hast, dann eine Pickaxe. Und eine Schaufel macht am wenigsten Schaden. Erstmal einen Schluck Kaffee schlürfen. Schluck Kaffee schlürfen. Wie der Herr immer vorbereitet ist und Kaffee bei sich stehen hat. Ich hab hier sowas nicht. Ich hab gar nichts, oder? Nee. Ich hab ein paar leere Bierflaschen und leere Energy-Drinkdosen. Trauriges Leben. Ja, leer bringen die Bierflaschen nichts. Ja, oh, ein Skelett! Ein Skelett! Wir brauchen noch etwas weiteres. Und zwar ein Lectern. L-E-C-T-E-R-N. Das brauchen wir auch noch, damit der Crafting-Alter funktioniert. Lectern? Lectern. Da wird unser Buch dann drauf gesetzt. Ja, leck mich am Tern, Alter. Das ist wie ein Podium, wie so ein Rednerpult, weißt du? So, mal gucken, ob du das... Ja, ich hab schon gefunden. Ich hab Hannibal Lector eingegeben. Muss aufpassen, nicht, dass es mehrere Lectern gibt. Ich glaube, es gibt... Nee, es gibt nur einen einzigen. Okay, gut. Aus Ars Magica 2. Ja, das ist richtig. Eukalyptus... Slap, Plank. Slaps und Plank, das kriege ich hin. Wunderbar. Beziehungsweise, ich habe die doch gerade erst bei dir in die Kiste getan. Ey. Oh. Sehr gut, dann ist der wirklich fertig. Dann können wir gleich anfangen, unsere Zaubersprüche zu craften. Und man muss ja mal sagen, der Glenwan ist am produktivsten gerade. Also ich meine jetzt nicht von uns beiden, sondern in dieser Folge ist Glenwan in unserer gesamten Laufbahn am produktivsten. Ja. Nein, das stimmt schon. Scheiße. Ja, auch wenn wir mal widersprechen zu wollen. Blank Rune. Oh, gut. Nochmal Glück gehabt. So. Okay, ich crafte uns schon mal Blank Runes. Die werden wir brauchen. So. Ich muss wieder rüber in den Baum. Ein bisschen Papier werden wir aber trotzdem für jeden Zauberspruch brauchen. Ja, das ist so ein Pergament, ne? Ja, genau, das ist immer die letzte Zutat für einen Zauberspruch, wo denn der Zauberspruch draufsteht praktisch. Das ist Rezept von jedem, was du craftest. Achso, warte mal, ich hab ja noch... Wieder ja? Oakwood Saplings wollte ich noch eben hier pflanzen. Oakwood... Achso, ja. Damit wir später mal mehr haben. Übrigens steht hier vorne, direkt vor unserer Basis, fast auch ein Oakwood. Ja. Meine Fresse.